Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den MagMav neben mir im Auto und wir fahren jetzt den Sender Steve abholen und wir fahren zu Bike Discount ein bisschen shoppen. Nehmen euch natürlich mit, also heute so ein kleiner Vlog. Wird ganz spaßig bestimmt. Bis gleich. So Leute, wir sind beim Sender Steve angekommen. Morgen. Der Sender Steve hat richtig gute Laune. Ich bin so besoffen. Ja, der Sender Steve hat uns nämlich heute gezwungen, um 12 Uhr morgens oder mittags ein Bier zu trinken, weil es ja Karneval. Ich hab gar nichts gewollt. Der hat uns übelst gezwungen und jetzt müssen wir halb betrunken. Der Marv muss schon Evo nehmen. Der ist schon komplett dicht, der Junge. Geil, Alter. Ja, jetzt müssen wir halb betrunken zum Bike Discount fahren. Das Wetter ist schlecht. Die Stimmung ist miserabel, mittel bis geht so, würde ich sagen. Ja, wir gehen jetzt los, packen Steves Auto, gehen auch tanken und dann ab, ob auf die Bahn. Jetzt fahren wir Karneval feiern. Fun Fact: Wusstest du, dass wenn du kein Koffein mehr konsumierst, du über 60% deiner Lebensfreude verlierst. Siehe Steve, wenn er noch keinen Red Bull getrunken hat. Schnell einen Bullen nachschicken, Jungs. Leute, Diesel 1,67. Richtig stark. Schaut euch das an. Als ich meinen ersten Diesel gekauft habe, da war das noch unter 1 Euro. Und jetzt haben wir bald 2 Euro. Kannst du mal mit einsteigen? So Leute, wir sind angekommen. Alle müssen pinkeln. Hier ist übrigens die Teststrecke. Die kann ich euch mal kurz zeigen. Hier um alles drumherum. Also es gibt also eine Teststrecke hier direkt irgendwie am Shop. Ich habe noch nie jemanden da fahren gesehen, aber ich hätte mal Bock da zu fahren. Die Jungs, hättet ihr auch Bock da mal zu fahren? Ja, übertrieben. Hier ist so ein Mini-Pump-Track irgendwie, ne? Ja Leute, wir gehen jetzt mal rein in den Shop, gucken mal, was wir finden. Ich glaube, wir müssen alle erstmal auf Toilette. Bestimmt schon eine Stunde locker hier und kein Mensch kann sich entscheiden. Wir haben auch noch nicht so viel gekauft. Was aber unsere Ausbeute ist, das erzähle ich euch natürlich erst am Ende. Kettenzange, Kettennähte, auch mit Daniel, Holzbeläge für Marv. Wir werden auf jeden Fall immer unglücklicher langsam. Am unglücklichsten von allem ist der Steve. Also es gibt mega coole Sachen, aber wie das ja klar ist, ne, Mountainbike-Sachen, alle teuer. Der sieht schon geil aus. Passt der? Der passt. Scheiße. Warum haben wir uns denn kein Partner-Outfit jetzt? Weil es nichts in unseren Größen im Partner-Outfit gibt. In deiner. In deiner? In deiner, Digga. Nee, mir passt das. Ja, zieh an. Ja, aber was ist mit dem Daniel? Es gibt das nicht ein drittes Mal. Doch. Und es ist doch nicht deine Farbe, Süßer. Ja, dann nehme ich das hier halt. Nee, es soll schon. Dann nimmt der Daniel sein. Das hier. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Es gibt nicht. Warte, geht's noch weiter. Ich finde rot.
Ich finde, das sieht voll gut aus. Ja, das ist okay, cool, super, schönes Shirt. Nicht? Ja. Ja, es sieht ein bisschen so alt aus und... Ja, halt. Ja, okay, es sieht richtig kacke aus. Das sieht so verbraucht aus. Dreimal. Hier gibt's genau zweimal. Geil. Der Stoff sieht an wie XL, Junge. Ein Leoparden. Oh, der ist von Daniel. Jetzt haben wir die Größe. Guck, der ist das Problem. Du bist das Problem. Mit seinem Mädchen ist. So, Leute, wir waren nicht sonderlich erfolgreich. Ich habe eine Kette gekauft und ein Multitool. Zeige ich euch gleich. Aber der Marc war. Der Marc war eigentlich erfolgreich. Weil er hat einen geilen neuen Helm von Lead. Was hat er noch geholt? Was hast du noch geholt? Reifenheber? Reifenheber und Bremsbeleg. Und Steve hat sich einen richtig geilen Griffball gegönnt. Und eine Zange. Beim Steve war am allererfolgreichsten eigentlich. Ja, fahren wir jetzt noch zu Fahrrad XXL oder fahren wir nach Hause? Wir fahren noch nicht nach Hause. Das ist noch nicht vorbei. Die, wir kaufen noch irgendwas. Er wollte eigentlich unbedingt ein Partner-Outfit finden, aber hat nicht geklappt. Ich denke, ich werde mich heute an das Team Burnett-Design setzen. Und dann haben wir ein Partner-Shirt, Pulli, alles. So, ja, Leute. Es war super unerfolgreich, es ist super nervig und wisst ihr was? Alles ist Daniels Schuld. Das ist wieder so eine Scheiße. Der Marvin hat locker 600 Euro ausgegeben und die Sachen, die er gekauft hat, braucht er nicht mal. Ja, ist super geil, ist das. Ja, also erstmal, um das klarzustellen, es war nicht meine Idee, sondern der Marv hat gesagt. Jetzt schieb's auch noch auf den Marv. Okay, Moment. Ja, genau. Du hast doch zu mir gesagt. Wer ist denn hier der Bike-Influencer? Nee, du hast gesagt, ey, lass mal in den Bike-Container. Oder wie das heißt. Lass mal in den Bike-Container. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das überhaupt gekommen ist. Genau so ist es gekommen. Ich wollte gar nicht mitfahren. Ich habe eigentlich nicht mal wirklich was gebraucht, nur eine Brille. Und die habe ich nicht bekommen, weil die getönte Gläser hatten. Jetzt habe ich eine Kette gekauft und ein Multitool. Auch so richtig survival-mäßig. Ja, warum nicht direkt Wanderschuhe, Alter? Ja, Leute. Ja, es ist einfach zum Kotzen. Es war auf jeden Fall super nicht erfolgreich heute. Wir stehen übrigens immer noch im Stau. Und wir rappen jetzt hier das Video ab. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie wär's mal, wenn du das... Nee. Mach deine Absage nochmal und ein bisschen euphorischer, dass deine Zuschauer auch das Gefühl haben, dass du dich freust, dass die das Video gucken. Und nicht da immer sitzen, Leute, das war's jetzt mit einem Video. Nein, du machst einfach so. Kann ich mal ausreden? Leute, wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, dann werdet ihr eine Palette Red Bull zugeschickt kriegen. Das Versprechen kann ich nicht halten. Ah, nee, warte mal. Nee, das muss ja auch... Nee. Nein, aber du kannst nicht immer so monoton und so eine Scheiße. Mach mal ein Gewinnspiel. Mach mal ein Gewinnspiel und dann lass den Marv und mich einfach undercover gewinnen. Das ist es. Also jetzt mit mehr Energie. Nee, einfach mal ein bisschen auch freundlicher. Du siehst ja so schon unfreundlich aus, aber wie wär's, wenn du mal lächelst in deinen Videos? Der ist so sauer auf mich. Aber er schneidet. Ja, Leute. Alles rein. Ich freue mich riesig. Es war ein klasse Tag. Das ist so gelogen. Du machst das Lächeln hässlich. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Nein. Mach das nochmal. Warte. Du musst das mehr wie Bibis Beauty Palace machen. Ja, dann weiß einfach nicht, wie die das macht. Ich auch nicht. Aber dann brauchst du auch die Stimme von mir. Alter. Aber ich stell mir das so vor. So, Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Das war's dann mit dem Video. Auf dem Trail. Und wie machen denn die anderen das? Ich habe mir so ein neues Mug-Off geholt. So. Das gibt mein Rouge noch ein bisschen mehr Filter. Ich gehe bald in den Wald Stöcke verkaufen. Hi, ich bin Johnny, willst du einen Stock kaufen? Sollen wir Sam Pilgrims Auto nehmen? Der ist doch sympathisch, der lächelt immer. And sending, that is the end of the video. I hope you guys enjoyed it. That'd be awesome if you leave some comments. And we see if you subscribe. See you in the next one.